Hallo und ein herzliches Drrrr zu Wir probieren mit Ständer. Boner, okay. Boner! Ja, Ständer Energy Drink. Warum nicht? Warum nicht? Wie sieht Mint das Ganze Your Mind steht drauf. Da sind auch Minzblätter, drei Stück, sind schön angeordnet, die Flasche, ja? Dose. Ja, ist Alu. Es ist eine Alu-Flasche. Vor allem finde ich das mal was anderes. Ja, ist vor allem ist sie matt gehalten. Wobei ich dazu sagen muss, Ständer gibt es auch in der herkömmlichen Alu-Dose. Also okay. Gibt es jetzt nicht nur in der Flasche, wobei ich die Flasche trotzdem schöner finde. Ist echt gut. Von oben ist dann auch nochmal und spitz zulaufend. Na gut, Deckel ist jetzt komplett schwarz. Da hätte ich jetzt an meiner Stelle, wenn ich das Ganze gemacht hätte, ich dann diese Minzblätter nochmal oben drauf gedruckt. Gut, kostet wahrscheinlich extra. Ja, wer weiß. Und hier nochmal der Schriftzug Ständer. Und finde ich auch interessant, dass hier einmal unten das S fließt rein und oben das R unterstreicht nochmal und geht dann rundherum. Ja. Gute Idee. Sieht schick aus. Ja, es sorgt halt nochmal für Struktur dann auch. Ja. Weil das geht ja dann, der Strich geht dann runter und dann... runter und da wieder rein zum S. Nee, da geht er runter und begrenzt hier so diese... Das auch, ja. Das Zeug da. Und wupp. Riecht nach Minzkaugummi. Die Sperrmint, ganz klassisch. Ja. Ja, Wrigley Spearmint. Wrigley Spearmint, direkt. Spearmint. Ja, ziehst dir rein. Ja, gibt's gar nichts es gibt nichts anderes. Es riecht nach Minze, nach Spearmint. Ja. It's Spearmint. Haust dir rein. Lass mich raten, es schmeckt nach Frucht. Also am Anfang schmeckst du sowas Leichtes, Zitronenlimo-mäßiges, so wie Sprite oder sowas ähnliches. Und dann geht's fließend über in flüssigen Spearmint. Zitronenmelisse. Ja, genau. Zitronenmelisse. Zitronenmelisse und dann geht's direkt in über Spearmint. In Spearmint. Und du hast danach auch... den Geschmack im Mund, also wenn du den Kaugummi jetzt eine halbe Stunde gekaut hast, ausgespuckt hast und den Geschmack hast du noch im Mund. Genau. Genau so. Kohlensäure ist mit drin, muss man dazu sagen, aber wenig, leicht. Sehr wenig. Finde ich aber angenehm. Wobei, es ist schon schlimm genug, flüssigen Kaugummi zu haben. Und dann noch flüssigen Kaugummi mit Kohlensäure. Ja, nee, das ist ja Minz. Aber es gibt ja Kaugummi allgemein. Ja, der Bubblegum und... Ja, ja. Nee. Ist was anderes. Ich finde es nicht schlecht, aber ich glaube nicht, dass ich mir das dauerhaft... Also das kann man mal trinken, aber ich glaube nicht, dass man das oft trinken kann. Weil an Red Bull kannst du dich... Oder an sonst was kannst du dich nicht satt trinken. Es sei denn, dir wird irgendwann vom Magen her schlecht, aber rein vom Geschmack her. Mate zum Beispiel, ja, sowas. Das Mate, kannst du literweise saufen. Das da ist irgendwann... Die Minze hängt dir irgendwann raus. Ja, vor allem, ich glaube nicht, dass das jedem schmeckt. Also das ist wirklich ganz... Also ich glaube, es gibt wenig, was so polarisierend ist, wie das hier als Getränk. Ja. Weil... Wer hat doch, schon immer. Rootbier. Ja, okay, Rootbier vielleicht noch. Weil das Zeug ist wirklich pure Minze, Zitronenmelisse und dann Minze und es bleibt Minze. Es ist und bleibt Minze. Ja, und aber das als es Getränk ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Trotzdem, es ist keine scharfe Minze, wie du jetzt zum Beispiel beim Pfefferminzlikör hast, sondern es ist wirklich, man muss sich das genauso vorstellen, man hat einen Wrigley's gegessen, einen Spearmint oder einen Double Mint. Geschmack im Mund bleibt. Und das, was dann im Mund bleibt, wenn man ihn ausgespuckt hat, das ist der Geschmack bzw. der Nachgeschmack, der dann bleibt. Das trifft es relativ gut. Ja. Aber uns persönlich jetzt gefällt es auf jeden Fall. Oh, es steht aber auch extra noch drauf mit Zitronenminzgeschmack. Ja. Sehe ich gerade noch. Wusste ich nicht. Ich dachte, sie wollten gerade... Und ein Smiley dahinter. Ach toll. Was ist ein Smiley? Ja, erhöhter Koffeingehalt. Was ist ein Smiley? Mit Nase. Leute, man macht keine Smileys mit Nase mehr. Das ist so 1990. Das ist so 2010. Ja, ach, nee. Ja. Smileys mit Nase sind das neue Pink. Nee, das ist das neue Lila. Und Lila ist das neue Weiß. Move. Boah. Ja. Aber auf jeden Fall ist es mal nicht schlecht. Also wer mal was ganz Neues, Andersartiges probieren will, trinkt einen Pfeffi. Nein, der kann sich das hier mal holen und probiert's mal. Also es gibt bestimmt Leute, denen das sehr, sehr gut gefallen wird. Und andere werden es ausspeien. Also je nachdem, ihr werdet ja wissen, ob ihr mit Minze was anfangen könnt. Für diejenigen, die was mit Minze und mit jetzt unserer Beschreibung und was gerne Kaugummis kauen. Ist es auf jeden Fall mal ein Go. Auf jeden Fall. Aber ansonsten... Es ist kreativ, es ist nicht schlecht, es ist gut. Also die Jungs haben sich schon Mühe gegeben und sich echt was Gutes überlegt. Wenn ihr jetzt generell Minze nicht so mögt, lasst die Finger davon. Richtig. Mit diesen treffenden abschließenden Worten sagen wir zum Abschied leise Scheiße und adieu. Ugh.